Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Fahrschulshow Der schnelle Weg zum Führerschein durch gehirngerechtes Lernen. Mein Name ist Uwe. Ihr Lieben, ich melde mich zurück mit einem Video aus der Prüfungsstadt Aurich in Ostfriesland. Und wir sind hier unterwegs aus der Innenstadt kommend und biegen hier bei Kombi links ab. So, da müsst ihr schon wieder aufmerksam fahren. Da haben wir das Schild Einzelvorfahrt. Also nicht rechts vor links, sondern Einzelvorfahrt. Dann geht es weiter. Konzentriert fahren. Spiegel, Blinker, Schulterblick beim Ausscheren und gleichzeitig das Schild natürlich nicht übersehen. Da hatten wir gerade, habt ihr gesehen, 30. Ich markiere euch das, ja. Dann haben wir hier immer schön den Radfahrerschutzstreifen. Ja, den darf man im Bedarfsfalle, wenn Gegenverkehr kommt, etwas mitbenutzen. Aber nur dann im Bedarfsfalle. Ansonsten. So wie jetzt, wenn kein Gegenverkehr kommt, fahrt ihr einfach nur mit dem rechten Reifen so leicht auf der gestrichelten Linie. Dann haben wir eine Verengung. Spiegel, Blinker, Schulterblick nach links zum Ausscheren. Natürlich hier gut ein bisschen aufpassen und auch beim Rechtsrückkommen wieder absichern. So und viele denken hier sei rechts vor links, ist es aber nicht. Hier in der Laterne haben wir das Schild Vorfahrtstraße, wie man sieht. In den Laternen werden diese Schilder gerne übersehen und da wäre es natürlich nicht toll, wenn wir hier jetzt ein rechts vor links draus zaubern würden. Und jetzt sieht man nochmal, dass nicht überall dort, wo 30 ist, automatisch rechts vor links gilt. Noch eine Besonderheit zwischen 30 und 30 Zone. Hier haben wir eine 30er Straße, das heißt, nach dem Abbiegen wäre somit wieder 50, aber Vorsicht, wenn ihr hier rechts links abbiegt, gibt es teilweise auch immer wieder 30 Zonen. Also ihr müsst hier wirklich aufpassen, wie schnell ihr im Weiteren fahren könnt. Dann kommt ein Kreisverkehr, Vorfahrtgewehren, ohne Blinker rein, mit Blinker raus, wenn nichts gesagt wird, auch hier selbstständig geradeaus. Und jetzt seht ihr es, da haben wir die 30-Zone. Und ich hatte das ja bereits in einem anderen Video genau erklärt, den Unterschied zwischen einer 30-Straße und einer 30-Zone. Kurz aufgefrischt, 30-Zone gilt auch nach dem Abbiegen, solange 30 bis ein 30er Endeschild kommt. Und in einer 30-Straße, wie wir es vorhin hatten, ist es nach dem Abbiegen dann, sofern nichts Neues steht, wieder aufgehoben. Das heißt, jetzt in der 30-Zone müssen wir natürlich gucken, ob wir irgendwann aus der 30-Zone wieder rauskommen. Und häufig findet man das 30-Zonen-Endeschild. Auch auf der linken Seite, weil es nämlich doppelseitig bedruckt ist. Auf der einen Seite 30 Ende, auf der anderen Seite vom Schild dann 30 Zonen Beginn. Und hier Hammersley auf der linken Seite 30 Zonen Ende. Das heißt, jetzt wäre dann wieder 50. Aber bevor wir Gas geben, kommt erstmal eine Kreuzung mit dem Schild Haltvorfahrt gewähren. Mit Haltlinie. So, wir haben eine Haltlinie gestoppt, tasten uns noch ein bisschen vor. Hier an dieser Kreuzung kann man ganz schlecht den Querverkehr einsehen. Aber da oben, ich markiere euch die Hilfsspiegel. Da könnt ihr ein bisschen was sehen, ob rechts und links frei ist. Und dann haben wir doch hier wieder eine Verengung. Und solche Verengungen, die können den einen oder anderen Fahrschüler schon das Leben ziemlich schwer machen. Ihr müsst da schon ganz genau hinschauen, ob es sich um eine einseitige oder beidseitige Verengung handelt. Und hier ist es so, die Verengung ist auf beiden Seiten. Da müsste, das müsste natürlich jetzt genau wissen wenn äh, das nur auf unserer seite verengt ist dann sind wir wartepflichtig der gegenverkehr hat vorrang wenn der gegenverkehr die verengung auf seiner seite hat dann müsste er ja warten so das wissen die meisten auch aber hier ist es jetzt ja so dass die verengung auf beiden seiten ist und dann gilt der der zuerst da ist und da haben manche fahranfänger probleme mit zu entscheiden wer ist denn zuerst da ja wenn ich natürlich draufhalte mit dem Knüppel in der Hand. Dann wird der andere bremsen und wir haben uns das erzwungen. Und das darf natürlich auf keinen Fall sein. Ja, also wenn ihr eindeutig früher da seid als der andere, ja, dann dürft ihr natürlich auch fahren. Aber wenn das so ein Grenzfall ist, dann würde ich euch empfehlen, lieber warten. So wie hier auch, ja, der andere ist deutlich früher da als wir und dann warten wir und dann halten wir natürlich rechtzeitig an. Lasst da nicht weiterrollen. Bleibt am besten hier schon stehen, den Blinker links stehen, damit der Hintermann auch weiß, dass ihr gleich weiterfahrt und dann nicht übernachten wollt, ja? Also da bitte sehr vorausschauend fahren und weil einige sind doch so mit der Spiegel, Blinker und Schulterblick Materie beschäftigt, dass sie gar nicht den Gegenverkehr noch abchecken und dann fährt man jetzt auf eine Messer. Also bei solchen Verengungen aufpassen, vorausschauen fahren und den Gegenverkehr gut einschätzen. Ja, und langsam verlassen wir diesen Bereich und biegen an der Ampel links ab und sind wieder an der Hauptstraße. Dran denken, wir sind nach dem Abbiegen. Wir haben noch kein Ortsende-Schild gesehen. Wir befinden uns immer noch innerorts. Ah, hier steht auch gerne mal ein Blitzer, ja. Die sich auskennen, wissen da Bescheid. Und dann, irgendwann muss es kommen, relativ spät. Da haben wir das Ortsende-Schild. Und ja, jetzt wäre, wenn nichts anderes angegeben ist, 100, aber da hatten wir schon wieder das 70er Schild. Hier bitte aufpassen, hier ist es nicht ganz durchgängig, Das ein auf einer Seite äh, 70 und äh, für die andere Fahrtrechnung ist teilweise 100. Das lasst euch bitte auch von eurem Fahrlehrer da noch mal genau erklären. Ja, ich bitte die etwas schlechte Bildqualität doch zu entschuldigen, weil ich habe an dem Tag die falsche Kamera eingepackt gehabt. Und äh, für die nächsten Videos werde ich wieder auf 4K umschalten. Aber ich denke mal, vom Sinn her kommen wir hier trotzdem ganz gut klar. Und wir wollen gleich links abbiegen und biegen links ab ins Gewerbegebiet. Ja, und nach dem Abbiegen orientieren wir uns doch erstmal, wie schnell wir fahren dürfen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier außerorts im Gewerbegebiet 100 fahren dürfen. Und nein, natürlich nicht. Da haben wir schon das Ortsbeginnschild. Kein 30er Schild, somit ganz normal 50 innerorts. Wir wollen am Ende rechts abbiegen und habt ihr es gesehen, da waren keine vorfahrtsregenden Schilder. Somit haben wir hier rechts vor links. Auch hier haben wir wieder rechts vor links. Wir wollen links abbiegen. Und jetzt kommt eine Besonderheit nach dem Abbiegen aus heiterem Himmel: Vorfahrt gewähren. Ja, hier bin ich mit einer Radtour gefahren. Der Querverkehr hier, der Radweg, der hat tatsächlich Vorfahrtstraße. Und das ist auch, ja. Ja, eher, eher ungewöhnlich, so ist so eine Konstellation, dass man äh, so aus heiterem Himmel Vorfahrt achten für so einen Radweg bekommt. Also da bitte aufpassen, ich würde euch da den ersten Gang empfehlen. Ja, also da bitte sehr gut reingucken, den Oberkörper nach vorne beugen, die Radfahrer, die fahren da zügig durch. Und wir haben das Ganze gleich noch einmal. Und es kommt zu dieser Geschichte Vorfahrt gewähren und dass der Radweg Vorfahrtstraße hat, kommt eigentlich noch eine zweite Problematik hinzu. Und zwar haben wir direkt bei diesem an diesem Radweg noch eine Verengung. Das heißt, ihr müsst je nachdem auf welcher Seite ihr fahrt, eventuell auch noch den Gegenverkehr durchlassen. Ja, <laughs> und hier haben wir noch diesen tollen Radweg wieder. Der begegnet uns also hier schon zum zweiten Mal. Und äh, schaut mal, hier haben wir wieder Vorfahrtgewehren und der Radweg ist ja hier vielleicht sogar etwas besser einzusehen als vorhin. Äh, allerdings beachtet mal, schaut mal die Bäume. Da ist jetzt gerade noch kein Sommer. Ne? Im Sommer sind die Bäume grün. Da sieht man ja noch viel, viel schlechter. Also da wirklich gut gucken. Und hier sieht man auch mal die Verengung, ja, jetzt haben wir mit der Verengung von dieser Seite kommt eigentlich nicht viel zu tun, weil die Verengung ist im Gegenverkehr so, müsste der Gegenverkehr warten, aber ja, wir können ja genauso gut auch von der anderen Seite kommen und dann haben wir nicht nur Vorfahrt gewähren und den Radweg, den wir da abzuchecken haben, sondern wir müssen auch noch gucken, ob Gegenverkehr kommt, ja? Also da es kommt natürlich drauf an, aus welcher Richtung ihr gerade kommt so kleinen Sprung. Wir sind jetzt bei Rudnick-Moden reingefahren. Da, die haben wir Rudnick. Der eine oder andere kennt das. An dem Busunternehmer Andresen fahren wir vorbei. Hier haben wir erstmal ganz normal 50. Allerdings immer aufmerksam sein. Achtet auf Vorfahrtsschilder. Hier haben wir Vorfahrtsstraße. Ja, es kann natürlich auch in einem 50er Bereich auch mal rechts vor links sein. Ne? Aber hier sieht man eindeutig wieder das Wiederholungsschild Vorfahrtsstraße. So, und jetzt kommen wir gleich zu einer Besonderheit. Was heißt Besonderheit, das gibt es ja doch relativ häufig. Und zwar, da war es schon beschildert. Eine Engstelle auf unserer Seite. Spiegelblinker, Schulterblick und nicht so dicht auffahren, den Gegenverkehr durchlassen. Ja, jetzt haben wir ja die Engstelle auf unserer Seite gehabt. Ihr wisst, es muss derjenige warten, der das Hindernis auf seiner Seite hat. Also da wieder besonders vorausschauend. 50 mit Vorfahrtstraße und jetzt haben wir gleich wieder eine kleine Besonderheit. Wir hatten ja hier gerade 50 und Vorfahrtstraße und jetzt haben wir ein 30er Schild in Kombination, da haben wir es, mit einem Gefahrzeichen verengte Fahrbahn. Ja, das ist jetzt wieder eine Wissenssache, das müsst ihr wissen. Ein 30er Schild in Kombination mit einem Gefahrzeichen, dann gilt diese 30 nur bis. Ende der Gefahr. Das heißt, es gilt abschild. Ihr müsst jetzt mit 30 reinkommen. Ihr fahrt jetzt mit 30 an diese Verengung ran. Und sobald ihr die Verengung passiert habt, ist die 30 automatisch aufgehoben. Das wissen nämlich viele gar nicht. Es wäre dann nicht so toll, wenn ihr jetzt mit 30 zuckeln würdet, sondern ihr müsst dann natürlich auch zeigen, dass ihr wisst, die 30 gilt nur bis Ende der Verengung. Das heißt, danach ist wieder automatisch. 50. Es kommt natürlich hier noch die Problematik hinzu. Nicht nur, dass ihr hier auf die 30 achten müsst, sondern wir haben eine beidseitige Verengung. Das heißt, ihr müsst jetzt auch wieder gucken, wenn Gegenverkehr kommt, ja, dann kommt wieder der, der zuerst da ist, dass man da den Gegenverkehr nicht falsch einschätzt. Natürlich beim Ausscheren, Spiegelblinker, Schulterblick nach links. Und wenn ihr dann hinter der Verengung, ihr fahrt da schön mittig durch, wenn ihr euch wieder rechts einordnet, sichert ihr natürlich auch nach rechts wieder ab. Ja, und unverhofft kommt oft hä, hinter der Verengung wieder 50. Aber schaut mal, da haben wir genau dieselbe Kombination. Nochmal wieder das Schild 30 in Kombination mit der verengten Fahrbahn, mit dem Gefahrzeichen. Und hier haben wir das jetzt mal, dass wir gleichzeitig auch noch Gegenverkehr haben. Ja, es geht mit 50 und Vorfahrtstraße weiter. Immer auch mal wieder Hindernisse. Spiegelblinker, Schulterblick. Jetzt müssen natürlich wir warten. Wir haben das Hindernis auf unserer Seite. Also da wieder sehr vorausschauen, fahren immer mit den parkenden Autos, dass ihr den Gegenverkehr durchlasst, sofern ihr die Hindernisse auf eurer Seite habt. Und da habt ihr es gerade gesehen. Hier haben wir wieder so eine. Engstelle, eine Verengung mit 30 in Kombination mit dem Gefahrzeichen, anschließend wieder 50. Ja, da seid ihr auf der Hut. Ja, und hier haben wir nicht nur die Verengungen, die äh, in Kombination mit Gefahrzeichen und 30er-Schild hier angekündigt sind, sondern hier an der Schule haben wir jetzt eine, erstmal eine Bedarfsampel. Das heißt, die springt nur dann um auf Rot, sofern da vielleicht mal Fußgänger sind und die auf den Knopf gedrückt haben, sogenannte Bedarfsampeln. Und hier an der Schule haben wir wieder so was ähnliches. Ein 30er Schild in Kombination mit dem Kindergefahrzeichen. Das heißt, die 30 gilt jetzt wieder mal ab Schild und endet dann automatisch hinter der Kindergefahr. Und da könnte man sagen, gut, wenn man an der Schule oder an dem Kindergarten jeweils vorbei ist, dann ist die 30 dann auch wieder automatisch aufgehoben. Also da müsst ihr immer so die Gefahr stellen einschätzen und seid hier an dieser Strecke auf der Hut. Dieses Wechselspiel zwischen 30 und 50 ist schon so ein bisschen anstrengend. Tja, ihr Lieben, so ist das nun mal. Ja, wenn es nach mir ginge, hätte ich ja hier einfach durchgängig 30 gemacht. Ich glaube, es wäre für alle Beteiligten einfacher gewesen. Statt hier dieses Wechselspiel mit 30 und 50. Und als ob das Ganze nicht stressig genug war, jetzt hier am Ende wollen wir abbiegen und da haben wir nochmal wieder ein schönes Stoppschild mit Haltlinie. Ja, ganz schlecht zu sehen. Da waren noch Restbestände zu erkennen. Vor dem Radweg, da war, da war mal eine Haltlinie, die, also, ja, man kann sie noch erkennen. Also bitte dort richtig stoppen und vorsichtig sein, dass sie da nicht Versehentlich einen sogenannten Rollstopp macht. Ja, das ein Rollstopp hat schon vielen die Prüfung kostet. Also, dass ihr wirklich alle Räder stehen still, weil der Stops ist so wild, dass ihr an der richtigen Stelle auch wirklich, ja, zumindest für ein, zwei Sekündchen, stramm stehen bleibt und euch nicht bewegt. <laughs> mit den Reifen. So, kleinen Sprung. Wir befinden uns jetzt hier am Wasserwerk in Aurich-Egels-Popens. Und befinden uns immer noch hier am Sportplatz, ja, befinden uns immer noch innerhalb geschlossener Ortschaften, also 50. Und da haben wir das Ortsendeschild. Jetzt prüfen wir mal, ob dann ein 70er-Schild oder irgendwas anderes an Geschwindigkeitsbegrenzungen kommt. Ist hier nicht der Fall. Und das muss man jetzt wieder wissen. Wenn nichts angegeben ist, dann ist 100, ja. Eines der wenigen Strecken in Aurich, wo mal 100 gilt. Na, und wie schnell dürfen wir hier denn fahren? Ja, diese Frage kann doch auch wohl mal vom Prüfer kommen. Ja, wenn ihr einen netten Prüfer habt, ja. Ähm, denn Ortsende ohne weitere Geschwindigkeitsangabe, dann ist offene Geschwindigkeit außerorts somit 100. Das muss man natürlich wissen. Gerade in Städten, wo viel 70er Strecken sind, denken dann Fahrschüler, dass immer 70 kommt. Aber hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel für eine 100er Strecke. Und falls ihr zu den Fahrschülern gehört, die häufig gerne Geschwindigkeitsschilder übersehen, dann ist es vielleicht eine mangelnde Erwartungshaltung. Denn wenn ihr 100 fahren dürft, dann wird das nicht ewig dauern, dann kommt irgendwann eine geringere Geschwindigkeit und je nach Stadt und Landkreis kommt als nächstes 70 oder 80. Das ist, zumindest ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten paar Minütchen, Sekunden da haben wir schon ein 70er Schild kommt. Und da müsst ihr natürlich mit rechnen. Und wenn ihr ein 70er Schild habt, so wie jetzt, dann rechnet ihr bitte damit, dass als nächstes entweder vielleicht sogar ein Ortsschild kommt oder vielleicht wieder 100. Jetzt biegen wir ab, wir sind immer noch außerorts, somit wäre wieder 100, aber da haben wir das 70er-Schild. Ja, da müsst ihr natürlich mit rechnen und wenn 70 ist, dann rechnet ihr damit, dass entweder 70 Ende kommt und wieder 100 oder wir sehen da ganz hinten schon Häuser, dass als nächstes 50 kommt. Das Ganze müsst ihr beachten und häufig ist es die Ursache für dafür, dass man Schilder übersieht, häufig doch dafür, dass die Erwartungshaltung einfach fehlt. Und viele Fahrschüler, die sind dann eher passiv im Mitdenken und warten nur auf Anweisung des Prüfers, aber rechnen gar nicht damit, wenn jetzt 70 ist, dass vielleicht gleich 100 oder 50 kommt. Und in dem Zusammenhang noch eine Sache, die viele nicht wissen. Ein 70er-Schild kann auch die Ankündigung eines Ortsschildes sein. Also, hier haben wir doch das Ortsschild. Und das kann manchmal sein, dass kurz vorher noch ein 70er-Schild steht. Und probiert's mal aus, wenn ihr euren Fahrlehrer positiv verblüffen wollt. Wenn ihr bei dem allerletzten 70er-Schild vor dem Ortsschild vom Gas runtergeht, vielleicht noch einen Gang zurückschaltet, dann kann das sein, dass ihr mit genau 50 ins Ortsschild reinkommt. Und wir sind jetzt in Wiesens angekommen. Und in Wiesens haben wir wieder eine kleine Spezialität. 50 Ortsschilder haben wir bereits registriert. Und jetzt haben wir, da kommt jetzt eine Besonderheit, 30 in Kombination mit zwei Zusatzschildern. Einmal eine Verengung und einmal Lärmschutz. So, und das sprecht ihr jetzt bitte nochmal mit eurem Fahrlehrer ab. Es gibt einige, die sagen, okay, nach der Verengung äh, darf wieder 50 gefahren werden. Und es gibt aber andere, die sagen, okay, wir haben hier Lärmschutz, weil wir gleich einen anderen Fahrbahnbelag bekommen. Da rubbeln die Reifen ziemlich laut. Und das, äh, damit ist Lärmschutz dann gemeint, dass man da 30 fährt und dort, wo der Fahrbahnbelag sich Ändert und wieder eine normale, griffige Fahrbahn vorhanden ist, ohne Rubbel und Hubbel und Geräusch. Dort darf wieder 50 gefahren werden. Also diese Ecke bitte mit eurem Fahrlehrer nochmal ganz genau absprechen, dass ihr euch das nochmal wirklich anguckt, ab wo ihr denn wieder 50 fahren dürft. Hier haben wir diese Verengung, dann haben wir aber immer noch eine unebene Fahrbahn. Und hier haben wir die Bushaltestellen und dahinter. Da sehen wir oben das 30er-Schild 30er Schild nochmal. Als Erinnerung, dass hier immer noch 30 gilt. So, und so langsam kommen wir. Hier ist das Ortsende-Schild. Kommen wir aus Wiesens wieder raus. Und das hatten wir ja vorhin schon mal. Das haben wir jetzt schon gelernt. Ortsende. Kein weiteres Geschwindigkeitsschild zu sehen. Somit, wie schnell dürfen wir fahren? Schreib doch mal in die Kommentare. Und auch das haben wir ja schon gelernt. Genau dieselbe Situation wie vorhin schon einmal. Wenn wir eine offene Strecke haben mit offener Geschwindigkeit außerorts auf solchen Landstraßen, dann rechnen wir natürlich wieder mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Ihr wisst, wenn 100 ist, kommt irgendwann 70. Jetzt habe ich es verraten. Ne? <laughs> und wenn 70 kommt und wir sehen schon immer mehr Häuser und Häuser, wenn 100 ist, erwarten wir die 70 und wenn 70 kommt, erwarten wir entweder 70 Ende und noch mal 100 oder na, wenn da hinten schon so viele Häuser zu sehen sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das 70er-Schild das Ortsschild ankündigt. Und da haben wir es schon damals Ortschild und wieder 50. Da machen wir mal ein paar kleine Sprünge. Wir fahren ja einfach nur durch Holdrop durch hier mit 50 ganz normale geschlossene Ortschaft. Keine besonderen Vorkommnisse. Fahren natürlich immer vorausschauend. Biegen dann gleich nochmal hier im Dorf einmal rechts ab. Und. Dann kommen wir ja irgendwann aus der Ortschaft wieder raus. Und am Ende sind wir wieder an der Lerana Landstraße. Und dort an der Ampel wollen wir rechts abbiegen. Und da haben wir jetzt wieder eine kleine Besonderheit. Ja, zunächst einmal haben wir ganz normal rot. Das Vorfahrtgewehrenschild hat natürlich jetzt gar keine Bedeutung. Das nebenbei, das zählt ja nur dann, wenn die Ampel außer Betrieb sein sollte. Wir haben erst einmal ganz normal rot. Und das Besondere hier ist, dass rechts neben der roten Ampel noch eine kleine. Zwei-Phasen-Ampel zu finden ist, ja, und da kann es sein, dass dann auf einmal ein grüner Pfeil leuchtet und dann dürfen wir auch rechts abbiegen und das grüne Pfeil, der wird gerne mal übersehen. Ah, dann kann es doch schon mal sein, dass der hinter mal hupt und sagt, Mensch, pass auf, der Pfeil ist grün, jetzt kannst du langsam mal abbiegen. Und eine Bushaltestelle, kein Bus und 70. Ja, die Bushaltestellen, ja, wenn da keiner steht, haben wir ja Glück. Aber in Dame 70 Ende 100. Aber nochmal zurück zur Bushaltestelle. In Aurich haben die Busse sehr gerne das Warmlenklicht angeschaltet. Und ihr wisst, wenn ein Bus mit Warmlenklicht an der Bushaltestelle steht, auch dann, wenn der Bus im Gegenverkehr an der Bushaltestelle mit Warmlenklicht stehen sollte, dann gilt Schrittgeschwindigkeit. Hat er kein Warmlenklicht an, dann haben wir Glück gehabt. Hat er das Warmlenklicht an, müsst ihr wirklich runter in den ersten Gang und mit vier bis sieben kmh an dem Bus vorbeizuckeln. So. Und wir fahren hier schön unsere 100 und haben natürlich auch schön unsere Erwartungshaltung. Wir haben das ja vorhin schon gelernt. Wenn wir 100 fahren dürfen, erstmal halten wir natürlich schön den Sicherheitsabstand ein. Ein Halb Tacho zum Vordermann. Also Minimum von einem zum anderen Leitpfosten. Und jetzt nochmal zurück zum Thema. Wenn 100 ist, rechnen wir damit, dass gleich 70 kommt. Bumsti, und da ist schon das 70er-Schild. Und wenn das 70er-Schild kommt, vor allem wenn wir in Richtung Stadt fahren, kommt mit Sicherheit auch gleich irgendwann das Ortsschild. Und wir sind mittlerweile wieder in Auri und machen einen kleinen Sprung nach vorne. Und zwar geht mal gedanklich mit mir. Wir kommen aus Richtung Sandhorst und fahren jetzt Richtung Zopp. Und hinter der Ampel, da haben wir jetzt einen Wegweiser, wo sich hier eine Kleinigkeit geändert hat. Und zwar in meinem vorherigen Video aus Aurich hatten wir hier damals noch vier Fahrstreifen. Jetzt hat man aus vier Macht drei nur noch drei Fahrstreifen. Das Ganze ist eigentlich, finde ich, ein bisschen einfacher und übersichtlicher geworden. Man hat auch ein bisschen mehr Platz. Hier seht ihr an dem Vorwegweise, an der gelben Tafel ganz genau, wie ihr euch einzuordnen habt. Zum Rechtsabbiegen nehmt ihr die ganz rechte Spur, zum Geradeausfahren nehmt ihr die mittlere Spur, also Richtung Zopp und Richtung Leer, wenn man es lesen kann, ist das Linksabbiegen an der Ampel Richtung Leer kann man fahren entweder aus der linken Spur oder auch aus der mittleren Spur. Ja, und das wollte ich euch mal zeigen, was sich das hier mal geändert hat vor geraumer Zeit, damit ihr hier auch Durchblick habt. Und wir wollen an der Ampel links abbiegen und anschließend gleich wieder links abbiegen. Deswegen ordnen wir uns natürlich ganz links hier ein, auf dem linken Fahrstreifen, biegen hier links ab, gucken uns um, hier am Radweg im Parallelverkehr, bleiben schön in unserer Spur drin. Bitte niemals während des Abbiegens einen Fahrstreifenwechsel machen. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen gleich wieder links abbiegen. Hier war direkt die Linksabbiegerspur mit Schulterblick eingeordnet. Und dann haben wir es mal rot und können uns kurz erholen. Und wieder einen kleinen Sprung folgt mir wieder. Wir sind unterwegs mit 50 in Wallinghausen. Johnny Stealing, das werden eure Eltern noch kennen. Fragt mal nach. Ortsende 70 und wir fahren jetzt in Richtung Krankenhaus in Aurich. Und wie immer vorausschauen fahren vorne. Da bremst einer und direkt dahinter das Ortsschild. Da haben wir es gesehen. 50 geschlossene Ortschaft. Dann haben wir noch mal den Zebrastreifen direkt am Klinikum, am uboemius Klinikum in Aurich. Da auch nochmal wieder schön den Kopf bewegen, vernünftig gucken. Da wird doch auch gerne mal die Fahrbahn gewechselt. Ähm, ja, dann kommt hier die große Baustelle, die mittlerweile, kann die Verkehrsführung dort ganz anders sein. Ich glaube, da machen wir demnächst nochmal ein Update. Auf jeden Fall geht es hier Richtung Innenstadt mit auch dem ein oder anderen Zebrastreifen. Und zusätzlich noch ein schönes Stoppschild. Und wir wollen jetzt rechts abbiegen. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Ob das Stoppschild da jetzt immer noch steht. Ich denke, da müssen wir demnächst mal ein Update machen und uns nach der Baustelle das Ganze nochmal wieder anschauen. Ja, und das Video soll natürlich nicht zu lang werden. Wir wollen hier, sind jetzt hier gleich bei der Sparkassenarena willkommen vom Carolino und wollen an der Ampel links und dann aber nicht zu McDonalds. Nein, wir wollen an der Ampel links und gleich wieder rechts abbiegen. Denn dort in Walle äh, lauert noch ein neues Stoppschild. Und das wollte ich euch noch schnell zeigen. Und dann jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das Video langsam mal zu Ende bringen. Übrigens, kleines Bonusmaterial. Wusstet ihr, dass die meisten Ampeln, viele Ampeln, im Uhrzeigersinn grün werden? Ihr seht jetzt gerade die von rechts kommenden Linksabbieger. Und wenn die weg sind, ja, jetzt sind wir schon dran. Wartezeit ist Vorbereitungszeit. Und das hier: achtet auf die Linien unten auf der Fahrbahn. Auf keinen Fall während des Abbiegens einen Fahrstreifenwechsel durchführen, denn wir haben hier ein zweispuriges Abbiegen, da müsst ihr aufpassen, dass ihr schön in eurer Spur bleibt. So, dann biegen wir noch nicht rechts ab zur Tankstelle und nicht zur Sparkassenarena, <laughs> sondern da dem Wegweiser, da kommt gleich irgendwann die Rechtsabbiegerspur. Schau mal, Ampel grün, letzter Blick zur Ampel. Und nee, hier war noch verboten, da wollen wir nicht rein. Sondern ja, kommt ihr noch eine Bushaltestelle hinter der Bushaltestelle. Da wollen wir rechts abbiegen. Da kann man sich leicht vertun, aber es wird euer Fahrlehrer euch zeigen mit Schulterblick schön abbiegen, wunderbar. Und dann schauen wir doch mal, wo jetzt hier ein neues Stoppschild gekommen ist. Erstmal bremsen wir wieder runter von 50 auf 30, denn hier haben wir 30. Mit dem Gefahrzeichen oben drüber unebene Fahrbahn. Ja, damit ist der Bahnübergang gemeint. Ne? Wir fahren mit 30 an den Bahnübergang Rand. Wir fahren mit 30 über den Bahnübergang drüber. Ja, und sobald wir am Bahnübergang vorbei sind, ist automatisch wieder 50. Dann haben wir auf der linken Seite das Ortsendeschild und auf der rechten Seite das 70er-Schild. Also einmal Gas geben, auch mal hochschalten. Aber ihr wisst ja, da kommt bestimmt gleich die nächste Ortschaft. Wir sind ja unterwegs in Richtung Walle. Ja, und dann fahren wir hier schön mit 50 durch die geschlossene Ortschaft, Vorfahrtstraße, hier und da mal eine Bedarfsampel, fahren wir vorbei an der Feuerwehr und dann geht's gleich am Sportplatz vorbei. Und da sieht man schon, die Häuser werden so ein bisschen weniger, dann rechnen wir doch mal mit dem Ortsendeschild. Wo haben wir es denn? Da haben wir es auf der linken Seite, Ortsende. Und jetzt haben wir kein Schild, kein 70er Schild. Somit haben wir 100. Aber die 100 ist wirklich nur für ein ganz kleines Stück, denn da haben wir dann doch wieder das 70er Schild. Ja, aber ihr dürft natürlich ab dem Ortsende schon auch beschleunigen, weil da die 50 aufgehoben ist. So, jetzt kommen wir gleich an eine Querkreuzung. Da haben wir schon ein Schild 50. Da wir dann nicht zu schnell an die Kreuzung ran. Donnern. Und da ist es doch, das Stoppschild mit schön weiß markierter Haltlinie. An der Stelle müsst ihr natürlich auch richtig stoppen. Da darf nichts mehr rollen. Ein, zwei Sekunden. Ja, macht da bitte keinen Rollstopp draus. Erst stoppen, dann gucken, würde ich euch empfehlen. Denn sonst kann es passieren, dass man, wenn man zu früh da ja, rechts und links anfängt zu gucken, dass man dann das Anhalten an der Haltlinie vergisst. Hier nochmal, hier erstmal stoppen und dann tasten wir uns langsam vor und kümmern uns um den Querverkehr. Wir fahren geradeaus. Außerorts immer noch 100. Ja, auch wenn das hier nicht ganz möglich ist. Und jetzt kommt eine Spezialität, was viele ja nicht glauben. Auch dort, wo 100 ist, kann es sein, dass es rechts vor links, dass rechts vor links kommt. Und da haben wir ein Beispiel. Wir hatten kein vorfahrtsregelndes Zeichen. Somit haben wir ein paar Mal auch rechts vor links. Ja, das sind so kleine Spezialitäten, die muss man sicherlich mal gesehen haben. Und wir kommen zu einer Grundfahraufgabe. Wir möchten umkehren. Zum Umkehren, dazu haben wir separate Videos gemacht zu den Grundfahraufgaben. Die können ihr euch in den entsprechenden Playlisten auch angucken. Wir fahren hier am besten zum Umkehren rückwärts in eine Häusereinfahrt oder so wie hier in eine Straße rückwärts rein. Und dann jetzt geht es wieder an der Kreuzung zurück, wo wir waren. Und schaut mal hier, erstmal eine Ampel. Und da ist 70. Habt ihr es gerade gesehen auf der rechten Seite? Ziemlich versteckt. So, jetzt holen wir mal kurz Luft, lassen den Radfahrer vorbei. Wir fahren noch nicht los und warten erstmal, dass die Ampel grün wird, natürlich. <laughs> und wir haben gerade das versteckte 70er-Schild gesehen und können erstmal wieder beschleunigen auf einer Vorfahrtsstraße und ein bisschen Luft holen. Ja, und das wisst ihr ja schon, da wo 70 gefahren wird, wenn wir außerorts fahren, dann rechnen wir natürlich auch damit, dass irgendwann wieder ein Ortsschild kommen könnte. Und da haben wir es natürlich schon. Irgendwann lauert ja die 50 wieder auf uns. Geschlossene Ortschaft, Bushaltestelle. Wir achten auf Busse mit Warmlinklicht. Jetzt haben wir eine Spezialität, eine abknickende Vorfahrtsstraße, die geht nach links weg. Wer der Vorfahrtstraße folgt, muss natürlich blinken, denn wir müssen hier links abbiegen. Die Vorfahrtstraße geht nach links weg. Wir haben Vorfahrt. Aus dieser Perspektive, wenn man auf der Vorfahrtstraße drauf bleibt, ist das Ganze einfach, dann haben wir Vorfahrt. Aber das Ding, diese Kreuzung, zeigen wir euch nochmal aus der anderen Perspektive. Wir kehren hier mal um und fahren nochmal wieder an die abknickende Vorfahrtstraße ran ja und aus dieser perspektive ist die abknickende vorfahrtsstraße noch zehnmal gefährlicher wir wollen nämlich jetzt auch geradeaus wenn nichts gesagt wird geradeaus wir befinden uns zwar auf der vorfahrtsstraße man kommt übrigens von dieser äh, auf diesem zusatzschild immer von unten wer da probleme hat der guckt sich noch mal mein intensivvideo an zu, zum thema vorfahrt also nochmal wir befinden uns auf der vorfahrtsstraße aber der von rechts kommende auch somit ist hier volle granate rechts vor links die kleinen Krümelchen, die hier abgebildet waren auf dem Zusatzschild, also von oben und von links, die sind wartepflichtig. Keks vor Krümel. Aber wenn beide sich auf der Vorfahrtsstraße befinden, dann gilt rechts vor links. Und somit hier rechts vor links schön aufpassen. So, wir fahren hier ran. Wir machen jetzt hier einfach nur umkehren. Und jetzt haben wir nochmal die Kreuzung. Diesmal aus der Negativperspektive mit Vorfahrt gewähren. Auf dem Zusatzschild kommen wir wieder mal von unten, wir befinden uns auf dem Krümel. Es gilt Keks vor Krümel, somit haben wir schon mal nichts zu melden. Die abknickende Vorfahrtstraße damit, das ist ja durch die dicke fette Linie auf dem Zusatzschild markiert. Die hat natürlich Vorfahrt, aber jetzt kommt's. Wir sind untergeordnet. Wir befinden uns auf dem Krümel, aber der von rechts kommende ja auch und somit lasse ich nicht nur die von links und von vorne kommenden durch, die sich auf der Vorfahrtsstraße befinden, sondern die zwei Krümelchen untereinander, die machen hier auch noch mal rechts vor links. Lange Rede, ihr müsst von hier alle durchlassen, die von links kommenden, die von vorne kommenden. Und es gilt auch noch rechts vor links, also die von rechts kommenden muss ich auch noch durchlassen. Wie gesagt, wer da mit der abknickenden Pro äh, Vorfahrtsstraße noch Probleme hat, der guckt sich das intensiv in meinem Vorfahrtsvideo an und wenn ihr das Video euch angeguckt habt, ich kann euch das vielleicht unten drunter eben verlinken, dann habt ihr nie wieder Probleme mit Vorfahrtschildern. Soll ich natürlich hier auch keinen Fehler erlauben, denn das kann natürlich sonst die Prüfung kosten, wenn man da Vorwärtsfehler macht. So, jetzt kommen wir hier zur Ampel und wir wollen an der Ampel links abbiegen und anschließend sofort wieder rechts abbiegen. Ja, solche Kombinationsansagen kann es in der Prüfung auch mal geben. Also wir wollen links und anschließend sofort die nächste rechts. Hier haben wir noch einen Bahnübergang, den müssen wir natürlich auch noch eben beiläufig absichern. Und die nächste rechts hatten wir gesagt. Also nicht zu dolle beschleunigen. Wo haben wir es denn? Da kommt sie schon. Schulterblick, falls Radfahrer kommen, von vorne oder von hinten lassen wir ihn natürlich durch. Und Schulter, Schulterblick, Schilder. Da haben wir das Schild 30-Zone. Es ist sehr früh aufgestellt, das Schild kann man leicht übersehen. Und da haben wir auch dann gleich rechts vor links. Ja, es ist keine Garantie, also eine 30-Zone ist nicht immer rechts vor links, aber doch schon, da habt ihr natürlich rechts sehr häufig. Hier haben wir auch rechts vor links gehabt in der 30-Zone. Wir biegen ja ab nach rechts. Und das muss man natürlich berücksichtigen. In der Zone gilt nach dem Abbiegen immer noch 30. Also ich habe noch kein 30-Zonen-Endeschild gesehen. Somit fahren wir immer noch 30. Haben wir rechts vor links hier. Ja, da immer schön gut reingucken. Und wenn einer von rechts kommt, auch wenn Radfahrer kommen, dann halten wir natürlich an. So, und dann kommen wir doch irgendwann mal raus hier. Da haben wir es auf der linken Seite, das 30-Zonen-Endeschild. was noch viel schlimmer ist, auf der rechten Seite, da haben wir wieder so ein schönes Stoppschild. Haha. <laughs> und das Stoppschild ist wieder so ein bisschen knifflig. Man sieht hier ganz schlecht, wo die Haltlinie ist. Also, ich versuche euch das mal zu markieren. Das ist jetzt mit der Kamera schlecht, schlecht, wirklich schlecht zu sehen. Wenn ihr da mit dem Auto ranfahrt und live vor Ort seid, dann seht ihr die Haltlinie etwas besser. Ja, dann wisst ihr da auch Bescheid, dass ihr da das Stoppen. Ja, das ist da, die Haltlinie ist so knapp hinter dem Gullideckel vor dem Radweg. So, wir fahren geradeaus und da geht's, schaut mal da, wieder rein in eine 30-Zone. Ja, und da geht's dann weiter so ähnlich wie vorhin in der anderen 30-Zone, wieder mit rechts vor links. Das übliche Spielchen, keine vorwärtsregelnde Zeichen. Ja, da müssen wir natürlich immer darauf achten, dass da nicht doch mal irgendwie ein vorfahrtsschild steht. Aber hier haben wir gerade tatsächlich wieder rechts vor links. Und wir suchen uns mal eine Gelegenheit zum Umkehren. Ja, zum Umkehren. Wer sich hier auskennt, hier haben wir erstmal noch einmal rechts vor links. Und zum Umkehren, da eignet sich gleich am besten, hinten beim Supermarkt kommt äh, ein Kreisverkehr. Das ist natürlich ideal zum Umkehren. Aber... Vor dem Kreisverkehr haben wir noch rechts vor links und nochmal eine Spezialität. Und schaut mal hier auf der linken Seite, da haben wir 30 Zonenende, somit wieder 50. Aber wir wollen ja umkehren, das heißt, wir kommen gleich wieder in die 30 Zone zurück. Und jetzt seht ihr mal live und in Farbe. So kann man durch eine Prüfung fallen. Da war vor dem Supermarkt nochmal rechts vor links, da kam ein Auto und jetzt kann nicht diskutiert werden, der war noch weit weg oder was da sonst für Ausreden gibt. Also, wenn ihr sowas habt, das wäre, das wäre ein Durchfaller, Leute. Da gibt es dann auch nicht, der war noch gar nicht ganz da. Ich dachte, der wollte nicht. Und nein, 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 nein. Es war rechts vor links, der kam von rechts. Und ähm, wenn der ganz, ganz, ganz weit weg ist, kann er natürlich fahren. Aber so war es ein Grenzfall. Der war schon im sogenannten Einwirkungsbereich der andere. Da müsste er dann auch anhalten. Aber wir haben jetzt das Umkehren gemacht und gucken im weiteren Verlauf, was wieder los ist hier in der 30-Zone. Da lauert doch wieder rechts vor links, genau. Und dann sind wir doch gleich wieder an der Stoppschildkreuzung. Schauen wir uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Hier haben wir erstmal 30 Zonen Ende. Somit 50 gleich, falls wir dann abbiegen. Stoppschild, da ist die Haltlinie zum Glück besser zu sehen. Richtig stoppen an der Haltlinie. Und dann nach dem Stoppen tasten wir uns langsam vor, gucken, was der Querverkehr macht. So, dann sind wir abgebogen. Es war ja 50, die 30 Zone war zu Ende. Aber nicht zu früh freuen. Ha. Hier ist schon wieder eine Schule und da ist schon wieder die nächste Spezialität. 30 in Kombination mit dem Gefahrzeichen Kinder, damit ist die Schule gemeint. Deswegen fahren wir hier schön mit 30 an der Schule vorbei. Das Ganze gilt natürlich auch in den Ferien, da stand keine Uhrzeit drunter. So, und äh, wo ist jetzt hier die Schule beendet? Da ist noch Schule oder ich weiß nicht, ob da auch noch ein Kindergarten ist. Und wir fahren hier nochmal am besten das kleine Stück nochmal die 30 weiter und fahren jetzt geradeaus weiter. Ja, und wir haben hier nicht rechts vor links, wir haben gerade gesehen, Vorfahrtstraße. Jetzt sind wir auch mittlerweile längs an der Schule vorbei. Somit wäre hier wieder 50. Ob die 50 immer ganz ausreizbar ist hier. Das ist, steht auf dem anderen Blatt Papier. Wäre halt vielleicht nur ein bisschen doof, wenn man hier jetzt Strich 30 fährt. Ja, da denkt der Prüfer, man weiß gar nicht, dass hier eigentlich 50 ist. Und jetzt schauen wir mal, Vorfahrtstraße. Da haben wir wieder das Schild. Vorfahrtstraße. Und jetzt kommt eine kleine Gemeinheit. Ganz schlecht zu sehen. Zwischen den Bäumen. Da habt ihr es gesehen. Eine abknickende Vorfahrtstraße. Da haben wir es nochmal eingeblendet. Und da halte ich. Ja, und da halte ich doch lieber das Band einmal an, denn hier dürft ihr euch natürlich keinen Fehler erlauben. Ja, wenn ihr die Ansage bekommt, wir folgen der abknickenden Vorfahrtsstraße, dann blinken wir rechts und biegen rechts ab. Aber das ist, findet das Schild ist hier sehr früh vor der Kreuzung aufgestellt. Man könnte fast meinen, dass man hier bei dem Haus rechts abbiegen soll vor dem roten Auto, das ist eine Häuserausfahrt. Das geht an dem Haus vorbei und dann kommt erst die abknickende Vorfahrtsstraße nach rechts. Also, blinke an und dann biegen wir da hinter dem Haus rechts ab. Das ist noch relativ einfach. Wir haben dann auch Vorfahrt. Krimi kritisch wird's, wenn der Prüfer nix sagt und ihr sollt geradeaus fahren, dann ist es ja so, dass wir uns zwar auf der abknickenden Vorfahrtsstraße befinden. Wir kommen ja immer auf dem Zusatzschild von unten, das wisst ihr. Aber der von rechts kommende befindet sich auch auf der Vorfahrtsstraße und wenn beide sich auf der Vorfahrtstraße befinden, machen die beiden untereinander rechts vor links. Die Krümelchen, die hier abgebildet sind von oben und von links, die sind natürlich wartepflichtig, denn es gilt ja Keks vor Krümel. Also Vorfahrtstraße folgen, Blinker rechts und rechts abbiegen ist recht einfach. Geradeausfahren, ohne Blinker natürlich, dann gilt volle Granate rechts vor links. Ja, aber wie gesagt, wir biegen hier rechts ab an der abknickenden Vorfahrtstraße. Wir folgen der Vorfahrtstraße, sind mit Blinker nach rechts abgebogen und jetzt einen Sprung nach vorne. Jetzt hatten wir gerade Vorfahrt gewähren, biegen rechts ab. Und sind wieder auf der Hauptstraße. So, und wie schnell dürfen wir jetzt fahren? Jetzt müssen wir uns dran erinnern, wir sind immer noch innerhalb geschlossener Ortschaften. Achten mal auf die Vorfahrtsstraßenschilder. Die stehen innerorts, sofern die Schilder richtig aufgestellt sind, vor den Einmündungen. Außerorts stehen sie dahinter. Und hier konnte man vorhin sehen, die stehen also vor den Einmündung, somit sind wir innerorts. Hier an den Supermärkten vorbei, wieder am Kreisverkehr, wenn nichts gesagt wird. Selbstständig geradeaus, also die gegenüberliegende Ausfahrt. An Lidl vorbei, alles nach Ortschaft. An der Ampel rechts, immer noch Ortschaft. Ja, an der Tankstelle vorbei. Sicherlich rechnen wir damit, dass irgendwann mal das Ortsendeschild kommt. Aber derzeit sind wir immer noch innerhalb geschlossener Ortschaften. So, einen kleinen Videosprung gemacht. Irgendwann, da müsst ihr selber natürlich auch mal ein bisschen darauf achten, ja. Irgendwann kommt das Ortsende-Schild und da haben wir es sogar auf beiden Seiten. Ja, wie schnell dürfen wir jetzt? Wenn nichts steht, wäre 100. Aber hier ist das wie ich nur für ein ganz kleines Stück die 100. Dann kommt gleich schon wieder die 70. Kleinen Sprung, wir sind schon wieder am TÜV vorbei, schon wieder an McDonalds und Burger King vorbei, schon wieder in Aurich. Und jetzt fahren wir wieder nach Beschilderung. Wir fahren die erste rechts, ja, nicht die große Kreuzung. Hier gegenüber der Tankstelle. Da war es gerade auch ausgeschildert auf der großen gelben Tafel. Dort geht rechts, geht's rechts ab und nicht abbiegen. Der Radfahrer von vorne, der war nicht erkennbar vorher, dass er abbiegen wollte. Deswegen halten wir es mal an. Hier geht es am Gesundheitsamt vorbei. Jetzt kommt noch eine Spezialität. Leute, da liegen Führerscheine begraben. Wir wollen links abbiegen und... Da halten wir doch das Band besser nochmal kurz an, denn hier beim Linksabbiegen neigen Fahrtenfänger immer, immer, immer wieder gerne dazu, sich links in den Gegenverkehr einzuordnen, warum auch immer. Ich kann es mir vorstellen, weil ich lasse das Band gleich mal weiterlaufen. Hier geht die, die Grünfläche, die geht so nach links weg. Es sieht fast aus wie eine Verkehrsinsel, wie eine Linksabbiegerspur, ist es aber nicht. Es ist die Spur des Gegenverkehrs, die da zu Ende geht. Und nicht unsere linksabbiegerspur. Also zieht hier nicht nach links. Hier ist keine Einbahnstraße. Da habt ihr 30 Zonen Ende. Aber wichtig eben zum Linksabbiegen hier nicht links einordnen. Das ist irgendwie so eine Phantomkreuzung. Eine optische Täuschung. Ja. Und äh, damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Unsere Videos sind natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Schilder, Verkehrsführung. Alles kann sich jederzeit wieder verändern. Ihr müsst immer die Augen aufbehalten. Von daher natürlich keine Garantie und solche Videos können nur etwas unterstützen und natürlich auf keinen Fall eure Fahrstunden ersetzen. Ja, vielen Dank an alle diejenigen, die so lange dran geblieben sind. Liken und abonnieren würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Das nächste Video ist für euch schon in Arbeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Euer Uwe von der Fahrschulshow.